R-E-W-I-N-S-I-D-E. USA! 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 Wow! Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen hier in Malibu. Jody. Was machst du mit der Kamera so ultra nah an meinem Gesicht, Jo? Hey, was? Zeig mal dein Gesicht. Sau schön. Danke, Papa. Leute, was soll ich sagen, ne? Dena ruft mich jetzt jeden Moment an. Glaube ich zumindest. Ich rufe jetzt einfach mal Dena an, weil er mich gerade angerufen hat. Per Videoanruf. Wir schauen einfach mal, was er von mir will. Felix, was ist. Hier, du wirst gerade gefilmt, ne? Nee, schau mal, das Ding ist, ich wollte gerade filmen. Warte mal. Jody, halt mal die Kamera und halt mal hier den Dena. So, schau mal. Felix, wie kann ich dir helfen? Sieht richtig geil aus bei euch, Alter. Was für ein Wetter habt ihr? Ja, Digga, was haben wir hier? Wie viel Grad? 30 Grad? 32 Grad? Okay, aber ich find's gut, dass ihr so gut gelaunt seid. Wir sind gerade wieder bei Flintwood hier in meinem Zimmer. Ja. Du hast noch meinen Greenscreen. Das drüben ist ja dein Zimmer, ne? Mhm. Hey Junge! Also ich gehe gerade hier rein in sein Zimmer und es fühlt sich ein bisschen anders an. Also es ist. Es wird auf den Boden gemacht. Ja, ist das Zimmer, muss ich sagen. Ja, also ich kann hier gerade komplett durchgehen, dein ganzes Zimmer ist hier. Die sind den Schrank weggemacht. Was? Wo ist der Schrank, Mann? Hä? Wo ist mein Schrank? Seid ihr. Was? Hä? Was ist das? Junge, was? Aber das ist geil, weil der war eh kacke. Hä? Was habt ihr gemacht? Was sind das da für Sachen an der Wand, Junge? Was ist das da für ein Bild? Das ist ein Playbutton. Was habt ihr gemacht? Wo sind meine Sachen? Wo ist der Playbutton? Was ist das? Ist das eine Gitarre? Ist das eine Gitarre an der Wand? Nein. Was ist das, Felix? Hä? Wer liegt da? Wer ist das, Mann? Schau mal hier oben, ja? Ist jemand eingezogen bei dir? Yo, Simon, du Mistgeburt! Verpiss dich, Alter! Hä? Ey, was geht, Mann? Junge, verpiss dich aus meinem Zimmer, du Lappen! Er hat sie eine Matratze mitgebracht, richtig? Ich hab mich auf Twitter schon gefragt, wie kommt ihr auf die Idee, was zusammen zu drehen? Das kann nur scheiße für mich werden. Zeig doch bitte, wo der Schrank ist! Wo ist mein Schrank jetzt, Mann? Ey, das sieht besser aus als vorher. Was? Ey, Digga, meine Gitarre darfst du nicht vergessen. Ich hab meine Gitarre nicht mehr. Das ist crazy. Und wir haben natürlich auch noch das Lenkrad. Ja. Nee, klar, das ist ja auch extrem wichtig. Das braucht man ja auch, ja. Oh, endlich hast du den Videopreis. Schön. Ey, ich hab den Videopreis. Geil. Wo ist jetzt der Schrank? Wo, Felix, wo ist mein Schrank? Wo ist dein Schrank? Ich hab gefragt, wo dein Schrank ist. Also, wir haben den Außenmeister geholt und dann haben wir halt wirklich den Schrank einfach weggetan, ne? Nein. Nein. Dreh mal bitte die Kamera um. Nein, habt ihr nicht. Habt ihr... Also... Kleinen Missgeburten. Ich war jetzt irgendwie eine schöne Zeit in Kalifornien von dir, ne? Deswegen würde ich mal sagen, mach's gut, ja? Ich will auf jeden Fall meinen Raum jetzt immer abschließen. Viel Spaß beim nach Hause kommen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Bringt euch um, verpisst euch. Wow. Ist ja ganz gut, dann kann ich mein Büro halt neu einrichten, ne? Eigentlich geil. Hoffentlich kommt ihr jetzt nicht auf die Idee, wieder alles einzuräumen. Das wäre scheiße. Ja, Leute. Das sieht eigentlich voll schön aus mit dem Tisch da. Das ich finde es auch gut, dass Simon jetzt da ist. Nee, das ist jetzt ein bisschen doof. Hä, findest du nicht gut? Nee. Ja, Leute, jetzt... Aber die Gitarre können wir behalten. Jetzt mal ganz kurz zu dem, was wir hier überhaupt machen. Das ist nämlich jetzt noch weirder als das, was gerade passiert ist. Und zwar... Ich kann die Kamera auf jeden Fall nicht mit reinnehmen, aber ich denke mal, wir werden irgendwie ein Foto machen als Proof für euch. Wir gehen jetzt nach vorne gleich in einem Sushi-Laden essen. Und zwar mit Thomas Gottschalk einfach. Jody hat einfach auf Twitter geschrieben, hey, sollen wir uns zum Essen treffen? Er so, ja, okay. Und hat uns einfach eine Adresse hier in Malibu geschickt, wo wir jetzt halt mit ihm essen gehen. Ja, heute Nachmittag drehen wir noch ein bisschen was Bestimmtes, Leute, was ich ja bereits erzählt hatte. Ich kann es jetzt einfach mal sagen, wir drehen ein Musikvideo, Leute. Wir drehen ein Musikvideo für Not So Cool, aber erstmal... Ich habe das schon vor... 2 Wochen gesagt, dass wir nach LA fahren und ein Musikvideo drehen. Danke.
Danke. Aber ich habe nicht gesagt, mit wem. Danke. Ja, mit wem wisst ihr noch nicht. Das sehen wir dann gleich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rüber. Gehen Sushi essen mit Thomas Gottschalk. Leute, was ist hier eigentlich los? Wir haben gestern übrigens am Strand UFO 361 auch noch zufälligerweise getroffen. Oh ja. Auch eine ganz witzige Begebenheit. Und am Wochenende treffen wir uns vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten, die auch relativ bekannt sind. Es ist gerade hier echt alles ziemlich crazy. Und ich bin ultra nervös, Leute. Ich bin krank nervös, weil Thomas Gottschalk ist früher für mich immer jemand gewesen, zu dem ich aufgeschaut habe. Ich wollte früher immer Moderator werden. Ich fand halt, Thomas Gottschalk war der beste Moderator, war. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt mal rüber. Gehen vielleicht noch mal kurz zum Strand. Ich lasse die Kamera auf jeden Fall hier. Bis gleich. Tschüss. Ich bin jetzt einfach so nervös gewesen, dass wir einfach in so einen Laden reingegangen sind, Kartoffeln kaufen. Also, weil wir brauchen wirklich welche für den Abend zum Kochen. Das könnten wir auch eigentlich heute nach dem Dreh machen, aber naja, war jetzt halt so, dass ich gesagt habe, wir haben noch 2 Stunden Zeit, lass uns Kartoffeln kaufen gehen, das machen wir jetzt. Geil! Was ist heiß hier drin? Okay, Leute, pass mal auf, warte. Leute, wir haben gerade unser berühmt-berüchtigtes Meeting gehabt mit Thomas Gottschalk. Und sonst alle darüber geredet hätten. Nee, aber ey, ich weiß nicht, ich bin gerade noch ein bisschen perplex. Leute, das war so unglaublich cool. Ich habe noch nie so was Cooles in meinem Leben gemacht. Was war das gerade bitte? Wir haben uns einfach mit ihm hingesetzt, unterhalten und ihr könnt hier mal, ich habe auch gesagt, ihr kriegt einen Proof, also hier gibt es ein Bild. Und ich bin immer noch ein bisschen nervös, Leute. Das war gerade echt eine ziemlich geile und eingängige Erlebung. Ein Erlebnis. Ja, aber wann passiert sowas mal? Das passiert nie. Ja, nie. Das ist so cool. Das ist einfach. Das war mega geil. Es war einfach schön, mit jemandem zu reden, der so unglaublich viel erlebt hat, der so unglaublich viel Ahnung von der Branche hat, der so unglaublich viel weiß. Und es war einfach jetzt so ein ganz casual. Cooler, casual Smalltalk, so über sein Leben. Wir haben über unsere Sachen berichtet, was wir so machen. Er hat uns Tipps gegeben, was in der Zukunft bei uns, weil wir in der gleichen Branche sind, so was da passieren wird und worauf wir achten müssen. Also jetzt nicht so anwaltsmäßig, sondern so im Privatleben, was wir zusammen erleben sollen oder, ach, keine Ahnung, red du weiter. Also es war echt so mit die schönste Stunde in meinem Leben, keine Ahnung. Sieh. Ich weiß nicht. Es war halt immer jemand, zu dem ich aufgeblickt habe. Das war jetzt echt mal krass. Aber jetzt hast du recht, jetzt verstehe ich auch, was du damit meinst. Also so auch persönlich. So menschlich einfach, ein so unglaublich cooler und netter Typ, das habe ich voll krass. So bodenständig, einfach so ultra, ultra nett und einfach, ey, also einfach nur geil, dass es funktioniert hat. Ich glaube, da vorne sind wir gerade gefahren. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das war unser Meeting mit Thomas Gottschalk. Wir fahren jetzt weiter zum Dreh fürs Video. Und ja, dann sehen wir es gleich da wieder. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Bis gleich. Oh yeah, Cinnamon Bun, Peach Tonic. Du schielst. Wir sind jetzt hier in irgendeinem Café gelandet, weil wir auf den Berg hochgefahren sind, wo wir drehen wollten. Danke. Oh, ja, wir hängen jetzt hier in irgendeinem Café, Leute. Und, das ist voll geil. Das ist mitten Leute in so einem Industriegebiet. Die sind überall nur Solargehallen und dann ist hier. Man sieht es nicht, aber das ist ein Café. Zum Teil Oberteil ist so mega dreckig einfach. Was ist damit passiert? Ich weiß es nicht. Richtig. Guck ich auf meine Brüste? Wieso guckst du auf meine Brüste? Was Geiles. Leute, wir warten jetzt auf Thomas und Micha und auch auf denjenigen, mit dem wir das Video drehen. Vielleicht gibt es einen kleinen Sneak Peek zu sehen, mit wem das überhaupt ist, mit wem wir überhaupt was produzieren. Wir sind in L.A. Wer könnte es wohl sein? Es ist Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Johnny, our relationship is over. Our relationship is what? Over. Skibidi pop pop. Po 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 po. Skia. Nimmst du mich gerade? Ach man, was soll denn das? Mach das jetzt aus, Mann, die Speicherkarte geht voll. Der hat ein cooles Outfit. Guck mal da. Der hat richtig cooles. Der hat richtig coole Klamotten an. Jetzt mach das aus. Ich zeig dir mal, wie man richtig nervt. Aua. So, people! Wir sind auf jeden Fall jetzt hier am Start. Ich zeige euch mal ganz kurz die wunderschöne Destination, wo wir hin wollten. Wobei eigentlich, nein, wisst ihr was? Ich mach's mal ganz cool, Leute. Gebt mal kurz ein paar Drone-Shots für euch zu sehen, dann seht ihr ganz kurz, wo wir sind. Ihr habt's gesehen, Leute, sieht übertrieben dope aus. Wir werden jetzt hier oben drehen. Und ich kann jetzt auch, glaube ich, endlich revealen, mit wem wir hier drehen werden, meine Freunde. Es ist der einzigartige, wunderbare Cliff, motherfucking Savage, ey! Hey, what's the deal? We out here in LA, Culver City. Uh-huh. I got $5 in my hand. Dude, it's rolling. You're rolling big. Hell yeah! Ja, Leute, wir werden mit Cliff ein Musikvideo drehen. Das heißt, Cliff wird auf unserer EP vertreten sein. Ihr kennt Cliff vielleicht von diesem Song. Ich kann ja mal ganz kurz hier anmachen. Nigga, how about you? I'm trying to have a good time with the squad, so you know I got a Uber full of bitches. Uber full of bitches. Uber full of
Ihr habt es gehört, Leute, Uber Full of Bitches, das ist sein Lied. Jetzt werden wir uns hier oben ein wenig rumtummeln, ein paar wunderschöne Shots über den Fake Hollywood Hills, wie sie auch gerne genannt werden, machen, weil hier kann man deutlich besser filmen und hat einen geilen Overview über die Stadt. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt mal in die Arbeit und sehen uns später irgendwann wieder. Möchtest du noch irgendwas Interessantes sagen? Ich denke, es ist alles. Komm, es reicht jetzt auch. Auf Wiedersehen. Der. Leute, ich habe euch ja gesagt, dass wir uns später noch mal sehen. Wir sind jetzt hier ganz über L.A. Wir sind in Cobra Hills. Und da vorne ist Downtown, Santa Monica Downtown. Da vorne wohnen die Kardashians und wir haben hier gerade unser Video geshootet. Wir sind gerade runtergefahren, haben die Autos geparkt und wieder hochgesprintet, Leute. Tot. Aber wir kommen richtig gut voran. Cliff, we doing good? We're good, man. Okay, okay. We need to show the people how the L.A. handshakes work, okay? Okay, so this is how you do a proper handshake. Hey, what's up, Jody? Okay, so here's how it goes, man. So if you say, what watch up, out, bro? Guys. You need to learn it. Okay, got this. You say, what up, bro? Or whatever it is that you say to greet. You feel me? Hey, thank you. Here. Like one, this. Two, and three here. And boom. Just shake your hand. Bam. That's it. That's it. You don't want to make it awkward or anything. If you stop in the middle of it, it's awkward. Bin gleich fertig. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz schönes Ende für diesen Vlog. Erfolgreicher Tag, Thomas Gottschalk getroffen, Musikvideo gedreht, Treppe hochgelaufen, super Leben. Lasst einen Daumen nach oben da, bringt euch nicht um.